Ich bin Kat Frankie. Ich komme aus Australien ursprünglich. Ich bin David Lemaitre. Ich bin in La Paz, Bolivien geboren und ich bin seit 14 Jahren in Deutschland. Ich bin Musikerin und ich wohne seit 10 Jahren in Berlin. Ich bin zum Musikmachen hergekommen und geblieben. Ich wollte unbedingt irgendwie diesen Musikweg verfolgen, wusste aber noch nicht wie und wo. Und habe dann dieses Stipendium bekommen, um hier zu studieren und habe dann so gesagt, ich probiere es mal aus. Bin innerhalb von Deutschland auch relativ viel rumgereist in den letzten Jahren. Love to see black and white. Ich war gar nicht so bekannt in Sydney. Ich hatte einen Job bei der Architekturfirma und habe Konzerte am Wochenende gemacht. Aber eigentlich war ich nicht so sehr aktiv, weil ich hatte meine Karriere. Ich dachte, das war's. Hier in Berlin, das ist ein fantastischer Ort zum Musik machen, definitiv. Wenn du ein Konzert und einen Kaffee machen willst, normalerweise ist der Besitzer des Kaffees sehr offen. Und also es ist eine Stadt voller Ideen hier. Ich sag immer, das ist so ein bisschen wie so eine menschliche Autobahn, die Musik. Die verbindet halt alle Orte relativ schnell. Und ja, das macht natürlich total Spaß. Ich fühle mich eigentlich hier schon dazugehörig. Ich glaube, das ist überhaupt gar nichts, was mir auffällt in meinem Alltag. Und ich kriege das, glaube ich, schon viel zu oft zu hören. Das heißt, sagen, wie, du hast keinen spanischen Akzent. Und Mensch, David, du bist ja in manchen Hinsichten schon so voll deutsch geworden. Und dann denke ich immer so, ja, krass. Ich meine, wäre ja auch komisch, nach irgendwie so 10 Jahren hier zu leben, wenn das nicht so wäre. Und trotzdem weiß ich aber auch, dass wenn ich nach Südamerika zurückkehre, ich mich dort in einer Weise bewegen kann, und die Dinge halt anders sehe, weil ich die halt 20 Jahre lang vor der Haustür hatte. Also hier, man darf Künstler sein und man fühlt sich unterstützt. Die Menschen, von denen ich mich umgeben kann, dadurch, dass es diese Musikwelt gibt, das finde ich ist nach wie vor das allergrößte Geschenk, dass wir aus nichts etwas machen. Dieses Gefühl ist so, so erfüllend. Es ist nur, dass meine Familie sind nicht hier und ich vermisse sie sehr. Aber ich habe fast ein Drittel meines Lebens hier gewohnt. Und ja, ich fühle mich zu Hause. Perfect friends, perfect crowd. But I won't be a rolling bird.